Hi, ich bin Michael. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, das Pferden helfen kann, besser und gesünder barhuf zu gehen, und das nennt sich Hufarmor. Und das, was ich euch heute vorstellen möchte, geht aus einer kleinen Studie hervor, die Yvonne Hörler, das ist eine Hufpflegerin aus der Schweiz, gemacht hat. Sie hat Hufarmor einfach mal bei ihren Pferden verwendet und die Ergebnisse dokumentiert. Und was dabei rausgekommen ist, das möchte ich euch heute vorstellen. Ja, die Frage ist vielleicht erst einmal, wie kommt man denn auf die Idee, Hufarmor zu verwenden, und was ist es? Eigentlich ist das eine ganz klassische Situation, die man hat, ob man jetzt ein eigenes Pferd hat, wo man sich das Laufen anschaut und sagt, oh, das Pferd geht so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen fühlig, oder vielleicht arbeitet man auch professionell am Huf und sagt, ich bräuchte da meinen Hufschutz, der aber bestimmte Anforderungen erfüllt. Und dann macht man sich so Gedanken und überlegt, was könnte man denn da anwenden? Und ein relativ neues Produkt, das es da gibt und das ganz vielversprechend ist, das ist eben Hufarmor. Lasst uns dieses Produkt Hufarmor vielleicht erstmal so grob einordnen, um was es sich da dreht. Also das ist natürlich kein Beschlag, den man irgendwie nagelt. Es ist auch kein Klebebeschlag. Es ist vielmehr eine Art Kunststoff, den man in die Sohle gibt und der dort einen gewissen Schutz erzielen kann. Wenn man das vielleicht mal in ein, zwei Sätzen beschreiben will, ich komme da gleich noch näher drauf, dann ist es eine Art Harz. Dieses Harz gibt man auf die Hufsohle, es härtet aus und dann hat man einen gewissen Schutz und erhält dabei den kompletten Hufmechanismus. Das ist die Idee von Hufarmor. Und ich möchte euch nicht nur diese Idee vorstellen, sondern auch ganz konkret an einem Pferd zeigen. Das heißt, das hat Yvonne gemacht. Dort möchte ich euch mal demonstrieren, was Hufarmor bewirkt hat. Für diejenigen unter euch, die es etwas genauer wissen möchten, was ist denn Hufarmor? Nun, Hufarmor ist ein Epoxidharz. Aber Hufarmor ist nicht nur ein Epoxidharz, der Hersteller hat da noch ein paar andere Sachen beigemischt. Da ist zum einen Kevlar. Kevlar gehört zu den Amiden. Das sind also Substanzen, die sind sehr zugfest und auch stichfest, also geben den Huf einen zusätzlichen Schutz. Und als was ganz Besonderes findet man dann auch noch in dem Hufarmor eine pflanzliche Substanz, ein Stoff, der desinfizierend und keimabwehrend ist. Wie wenden wir das Ganze jetzt an? Ihr habt also die Idee, ihr möchtet das einmal ausprobieren, ihr habt vielleicht ein Pferd, was fühlig geht, ihr wollt aber jetzt keinen geklebten oder genagelten Schutz, sondern sagt, okay, ich probiere da mal Hufarmor. Wie muss ich das machen? Ausgangspunkt ist immer der frisch bearbeitete Huf, also der Hufpfleger war da oder ihr habt das vielleicht selbst gemacht und jetzt möchtet ihr Hufarmor auftragen. Wie macht man das? Also wenn ihr euch mal vorstellt, was da alles mitgeliefert wird, dann seht ihr einmal, das ist eine Kartusche, das sind Handschuhe und was man noch braucht, da kommen wir gleich dazu, was ganz witzig ist, das ist so etwas wie Babypuder. Eigentlich ist das ganz einfach. Ihr nehmt als erstes die Kartusche und legt damit so einen kleinen Film in die Hufunterseite. Hufunterseite meint Sohle und Strahl. Also Strahl kann man hier auch mit sozusagen benetzen über dieses Hufarmor. Und ich habe schon gesagt, benetzen. Es ist wichtig, dass ihr da eine sehr dünne Schicht auftragt. Ja? Man sagt, die Schicht sollte so breit sein wie ein Blatt. Also nicht so viel und am besten verreibt ihr das über den Handschuh mit eurem Daumen. Ihr könnt gerne auch außen am Tragrand so in der Höhe von 1 bis 2 cm Hufarmor auftragen, aber den Rest der Hornkapsel, den sollte man freilassen. Jetzt kommt das Babypuder zum Einsatz. Ihr macht Folgendes, ihr pudert einfach die Unterseite aus. Der Sinn ist der, wenn wir jetzt den Huf absetzen, möchten wir nicht, dass er mit dem Untergrund verklebt oder dass sich dort irgendwie Steine oder Dreck fixiert. Man kann alternativ, wie ihr hier seht, das Ganze auch mal für eine kurze Zeit, so für eine Stunde in so eine Plastiktüte einpacken. Und das ist einfach die Zeit, die der Hufarmor braucht zum Aushärten. Oder ihr stellt, das kann man auch machen, die Pferde auf
Die Weide sollte dort natürlich trocken sein oder in die Box. Wichtig ist nur, dass ihr das nicht auf einen harten Untergrund stellt, weil am Anfang ist dieser Hufarmer noch sehr weich und könnte sich daher schnell auf hartem Untergrund abreiben. Das ist genau das, was auch Yvonne gemacht hat. Und in den nächsten Bildern seht ihr mal, was sie mit Hufarmor bei ihrem Pferd erreicht hat. Zu den Bildern muss man aber vorweg sagen, die zeigen alle den unbearbeiteten Zustand, weil man einfach zeigen wollte, was bewirkt Hufarmor nach einer gewissen Zeit. Ganz links seht ihr erst einmal die Ausgangssituation. Auffällig ist da, dass medial die Trachte sehr stark abgelaufen ist und das Pferd auch insgesamt sehr stark auf dem Strahl läuft. Ja, und wenn ihr dann nach rechts schaut, da seht ihr dann das Ergebnis nach einer gewissen Zeit, in der Yvonne Hufarmor benutzt hat. Sie hat den Huf extra so abfotografiert, um zu zeigen, wie sich Trachten aufgebaut haben, vor allen Dingen auch die mediale Trachte. Und ihr seht auch ganz deutlich, dass wirklich Sohlenhorn sich gebildet hat und vorhanden ist. Wie ich finde, ein sehr interessantes Ergebnis, und wenn ihr Interesse nach noch mehr Informationen habt, also Yvonne hat da noch andere Beispiele, die sie euch gerne zeigen kann. Ich verlinke sie hier in dem Video, Yvonne Hörler. Ihr könnt sicher gerne mit ihr Kontakt aufnehmen oder ihr geht einfach mal auf die Seite des Herstellers. Ihr müsst aber Hufarmor mit 2 O schreiben, das seht ihr hier auch bei dem Produktnamen. Dann kommt ihr auf die Webseite und da findet ihr auch noch ganz viele Tipps zu dem Produkt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie kann ich das anwenden, was sind Fehlerquellen, was ist wichtig. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr dazu Anregungen oder Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.